Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Obendransportal und wieder zurück in unserem tollen Spielstand hier, wo wir schon einiges gebaut haben. Es kam mal wieder die Frage, welche GAFs ich benutze. Ich blende die einfach nochmal kurz ein hier. Das sind sie aus der fünften Staffel. Könnt ihr Pause drücken. Und dann kam noch die Frage, ich solle den Zügen das Abbiegen 90 Grad verbieten. Da bin ich eigentlich der Meinung, ich hätte das schon drin. Wie nennt man das? 90? Doch, Züge und Schiffe 90 Grad Kurven verbieten aus. 90 Grad Kurven entstehen, wenn horizontale Streckenabschnitte unmittelbar auf vertikale Strecken im angrenzenden Feld folgen. Also sozusagen... sowas hier, das kann der Zug befahren. Sieht aber doof aus, da kam der Kommentar von hier. Wer war das gleich nochmal? Und der hat geschrieben, das würde blöd aussehen. Und das ist halt die Frage, an welcher Stelle er das gesehen hat. Wir machen es einfach jetzt mal ein. Wenn es das totale Chaos gibt, dann wird das bestimmt unten angezeigt werden. So, wir haben hier hinten unsere Strecke gebaut, hier auf dem Feld, schon hart am Eskalieren. Eigentlich müssen wir den Bahnhof umbauen, woanders platzieren, aber hier bleibt er erstmal. Ja, die wachsen gut hier, die Stadt. Alles richtig gemacht, kann man da nur sagen. Dann haben wir, ich glaube, die Stadt hier, die wächst auch schon in unsere Bahnstrecke rein. Da bin ich jetzt nicht wirklich so erfreut darüber, dass das passiert. Ich kaufe mal wieder hier das Land, dass die hier nie auf die Idee kommen, irgendwas zu machen an der Stelle. Ich glaube, das ist hier hinten fast schon zu spät. Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich dann irgendwie unterirdisch. Oder die Strecke weiter umfahren müssen, lassen müssen. Das mache ich nur, dass die halt nie auf die Idee kommen, irgendwelche Brücken drüber bauen oder sowas und dann an der anderen Seite weiterbauen. Dann haben wir nämlich gar keine richtige Möglichkeit mehr hier zu bauen. Dann müsste man das ja übelst weit wegstellen. Deshalb reserviere ich mir immer hier so ein bisschen das Gebiet, dass die gar nicht auf die Idee kommen hier irgendwie. Ich mache das lieber mal ganz rum. Da können wir nämlich kontrolliert dann mal umbauen. Irgendwann, wenn es soweit ist, wenn die Stadt hier raus will, sozusagen. Aus der Einengung. So, okay. Wie sieht das bei Potsdam aus? Oh, das geht noch. Die werden sich wahrscheinlich erstmal hier hochbauen. Hier unten die Stadt. Oh, da geht das auch noch. Hat man nicht noch so eine andere Stadt, die so riesig war? Gut, hier Saalbrücken. Was ist denn das hier für ein Button? Da ist eine leere Stelle. Und in Saarfurt wächst der mal überhaupt nicht. Auf dem Feld. Die haben aber genug Platz zum Eskalieren. Steinfurt geht so einigermaßen. Da mache ich nur mal schnell den hier an der Seite. So, und dann können wir jetzt einfach mal weiterbauen. Auf der Neubaustrecke mal gucken, wie das da mit Industrien aussieht. Kohle und Bauernhöfe. Unten ist eine Kohlestrecke, die fährt aber schon dahin. Mit Kohle sieht es dann nicht so gut aus, ne? Wie ihr seht. Ja, hier hat man Bauernhöfe. Gut, hier hat man zweimal Kohle. Gut, das liegt jetzt auch nicht so entfernt. Aber ich würde erstmal machen erstmal die Bauernhöfe. Das ist mir wieder ein bisschen Vieh und Getreide.
wegtransportieren können. Ich würde sagen, wir machen ab jetzt alles, was wir neu bauen, ist eine elektrifizierte Strecke. Dass wir da in der Richtung immer so ein bisschen aus den Pötten kommen. So von wegen hier Erneuerung der Strecken. So, da brauchen wir erstmal so einen tollen Bauernhof, so eine Getreideverladestation. Wie machen wir das? Wenn wir vier Bauernhöfe ankettlen, machen wir jeweils drei Gleise. Würde ich mal sagen, und dann hier für die Viecher, für die Tiere daneben ein Haltepunkt. Könnte man jetzt hier natürlich noch hier so ein Haus reinstellen, irgendwie hier. Plus 103, sehr gut. So, jetzt steht noch ein Haus, ein bisschen Deko halt noch ran, ne? Ihr wisst das ja immer. Hier sind dann noch zwei Dinger für Rinder. Ein Gleis für Schweine, ein Gleis für Rinder, so ist in Ordnung. Bisschen bunt gemischt das Ganze, kann man machen. Sieht dann ein bisschen abwechslungsreicher aus, natürlich wieder hier und dann das Ding dran. Zack. Bringt natürlich jetzt erstmal nichts hier, weil elektrisch ist ja noch nicht alles. Das heißt, wir müssen erstmal dann mit normalen Dieselloks hier fahren oder aber wir bauen dann schnell bis zu der einen. Oh, das habe ich jetzt hier gebaut. Ja, das geht, aber das finde ich doof. Hier hat sich ein Zug verirrt. Der hat bestimmt Probleme mit 90 Grad Kurven. Was ist denn das eigentlich für einer? Nö, der hat sich überhaupt nicht verirrt. Der kann doch. Kommt da nicht hin, weil das ist erstmal zum Wegpunkt fahren. Der muss doch theoretisch dorthin kommen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt macht er das. Was war jetzt sein Problem? Ach, der will immer, ich verstehe, der will immer hier hinfahren. Aber nee, der muss den Wegpunkt einhalten. Der muss zwingend über diesen Wegpunkt fahren. Sonst wird das nichts. Aber jetzt können wir erstmal weiterbauen. Ach, es ist hier auf der einen Seite das Ding im Weg. Ist natürlich auch wieder spitze. Wir bauen einen Tunnel drunter. Wenn die schon mal hier wegen dem Bergwerk aushöhlen, dann können wir gleich das nutzen und den Tunnel darunter setzen. So, jetzt ist die Frage, hier oben, wo hatten wir jetzt das eine Nahrungsmittel? Hier, hier kommt das Getreide hin. Hier könnte man, das könnte im Prinzip fast schon mit elektrifiziert werden. Der Abschnitt, dass wir da mit Dieselloks mit Elektroloks fahren. Aber ich glaube, die müssen alle hier rum. Macht das Sinn, wenn die für das Vieh hier runterfahren? Hier unten rum? Hier hoch? Dort, nee, wo liefern die das ab hier, ne? Ja, ich glaube, ich baue mal den Gleisanschluss mit runter, weil ich glaube, das ist dann wahrscheinlich. Das ist dann für die Viehtransporter eine kürzere Strecke, wenn die unten langfahren. Hier ist immer das Signal im Weg, wie auch sonst. Nutzen wir gleich mal diese Kurve da, so hier. Übrigens habe ich gerade Formel 1 geguckt, Aserbaidschan-Rennen, das war ja mal wieder großes Chaos, Wahnsinn, haben sie wieder alles zu Schrott gefahren. Ach, hier fehlt ein Gleis. Das war ganz schön unterhaltsam, muss ich sagen. Da
dann die beiden Red Bulls, die sich gegenseitig rausgecrashed haben, herrlich. Könnte ich hier nicht eine Brücke drüber bauen? So, wir machen erstmal das Gleis, dann sehen wir weiter. Obwohl, warte mal. Ach, das war doof. So, wie mache ich denn das jetzt immer? Der muss hier rum, ne? Es muss aber auch der hier rum. Okay, wir deuten erstmal hier eine Brücke an. Ja, das ist mir fast die Kurve fast schon zu eng, aber gut, es geht erstmal. Lassen wir es erstmal so. Falsche Signale gebaut, das kann der auch nicht aktualisieren. Toll. Alles weg und nochmal neu. So. So, das ist ein No-Brainer, das Gleis, wie immer. Das passt sogar gut mit den Signalen hin, das ist schön. Und jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch hier was drüber. Ich überlege gerade, wenn man das nochmal abreißt. Ne, das eins hinter. Ne, so dürfte es gehen. So. Tut mir jetzt natürlich für den Bauer leid, dass mir sein ganzes Feld umflügen. Hier ein Tunnel durch. Ja, dann wird die. Ach, das ist jetzt auch nicht so. Da müssen wir das doch ein Stück weiterbauen, dass wir da dann auch rumkommen mit einer gescheiten Kurve. Und jetzt haben wir sowas hier, sieht das ja noch furchtbarer aus. Naja, egal, bleibt jetzt erstmal. Und dann können wir mit dem hier einfach hier rumziehen. Hey, warum hatten wir das jetzt nicht gebaut? Ja, Skandal, weil da das Signal im Weg war. So, Signal. Hier stehen noch keine auf dem Abzweig. Nee, so, genau, das wäre jetzt erstmal der Weg. Hier unten wäre sogar gleich ein Depot. Hier wäre ein Depot, da können wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal die Viehtransporte, weil die haben ja keinen Diesel im Moment. Sind das ja Viehtransporte?